Folge 1 von Let's Play Wreckfest. Stimmt nicht ganz, das ist schon eine fortgeschrittene Folge von Let's Play Next Car Game, aber die Entwickler Bugbear haben das Spiel vor ein paar Tagen umbenannt. Das kam im Rahmen des neuen großen Patches und meine Herren, gibt es da viele Neuerungen. Also springen wir mal direkt rein. Es gibt ein neues Auto, das ist der European Coupé. Der da. What a beauty. Ja, also sieht genauso abgeranzt aus wie alle anderen Autos hier, aber das soll ja auch so, immerhin geht es ja darum, dass man die auch noch mehr kaputt macht und wäre ja blöd, wenn die schon total hübsch wären. Oder noch total hübsch wären. So, es gibt auch eine neue Strecke. Die werden wir uns dann jetzt auch mal anschauen. Und zwar ist das. Mal gucken. Sampit Race Speedway. Ist das die Race Speedway? Wahrscheinlich schon, ne? So, dann machen wir das mal wieder mit ein bisschen weniger Gegnern, weil hier ist mir sonst zu viel los. Meine klassische 11er-Aufstellung. Ich bin das jetzt von Mario Kart so gewöhnt, dass immer 12 Leute fahren. Drei Runden, passt. Weather, machen wir mal hier wieder Warm Sunset. Das ist doch schön. So, dann schauen wir mal rein. Hab diesmal gleich vor Beginn des Rennens schon mal Audio ein bisschen runtergeregelt, dass ich hoffe, ich bin diesmal besser zu verstehen. Es tut mir immer so leid bei dem Spiel, aber im Menü ist der Sound halt so viel leiser als im Spiel selbst dann. Müssen wir mal gucken, ob das. Es hat schon wieder nichts gebracht. Also, das ist unglaublich. Wie runter man. Ich stelle das jetzt mal hier irgendwie auf 10% alles, damit man überhaupt noch versteht, was ich sage. Es hört sich nämlich sonst richtig scheiße an. Ich habe das jetzt ja auch mir beim Schneiden angehört letztes Mal. Es tut mir sehr leid. So, jetzt gucken wir mal hier. Neue Spiegelungen sollen drin sein. Die sind drin. Sehen geil aus. Dieses kleine Arschloch hier links will mich nicht vorbeilassen. Das finde ich nicht so gut. Nur mal ein bisschen weiter an ihm vorbeiziehen. Leider bin ich außen. Ich komme nicht. Verdammt! Lass mich hier weg! Du Mistkerl! Du kleine Mistkröte! Au! Spinnst wohl! So, zieh ich innen vorbei. Arsch. So sieht's nämlich aus. Wieso ist denn der schneller auf der Geraden? Kannst du mir das mal erklären? Muss man jetzt vielleicht mittlerweile schon richtig aktiv das Auto pimpen? Aufrüsten und so weiter? Tunen, wie der Profi sagt, der ich nicht bin. Ach, das ist doch funktioniert aber sehr gut, der Rundkurs hier. Kommt man ja hervorragend rum. Ah, nein. Nein. Lasst mich in Ruhe. Ich will hier wenigstens einmal einen vernünftigen Platz auf dem Treppchen kriegen. Ja, seht ihr? So einfach ist es nämlich. Ja, war doch okay. Das kann man machen. Habe ich sogar mal ein bisschen Geld verdient. Was auch immer ich mit dem Geld machen kann, immerhin habe ich ja immer noch über 100.000 Credits. So, das war Natürlichement nur der kleine Einstieg ins Spiel. Denn was ist das wichtigste Update, was ich euch natürlich vorenthalten habe? Es ist der Multiplayer. Und ja, ich kann Multiplayer fahren. Oh, ist das schön. Es gibt auch einen LAN-Modus und überhaupt. Und ach, ist das alles toll. So, hier, jetzt gehen wir mal da rein. Der Construction Dingens, Race in Progress, Race in Progress. Und dann nehme ich doch aber den hier. Laps 8. Okay, na komm, dann gehen wir da jetzt mal rein. Schauen wir mal, wie sauber das Spiel überhaupt läuft, ne? Das ist ja die Frage. I am fucking ready. Ich muss an dieser Stelle mich mal beschweren. Wir hatten vor ein paar Tagen, habe ich mit den anderen Spielkindern, sprich mit Freunden, eine LAN bei mir veranstaltet. Und wir wollten das klassische LAN-Spiel spielen, das wir halt immer spielen. Und zwar schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Flatout 2. Es war immer eines dieser Spiele, die man einlegen konnte und dann einfach loszocken. Ja, das ist ein Spiel, was keinen Kopierschutz hat. Die CD ist einfach, die kannst du rumgeben, jeder installiert, oder die DVD. Und alle haben Spaß.
Ja, geht nicht mehr, weil GameSpy hat ja seinen Dienst eingestellt. Das haben ja vielleicht einige mitbekommen. Das war ja erst vor einigen Monaten. Und das lief über GameSpy. Und jetzt sollte man denken, naja, ihr habt doch eine LAN. Wow, du Pisser. Hallo? Was ist denn hier los? Was eine Sauerei. Denkst du, du bist vorne und dann kommt der und rammt dich da erstmal fett in die Bande. Komm du mir mal her hier. Jetzt kann ich kaum noch geradeaus fahren. Super, danke, dass ihr mir mein Auto zerschrotet habt. Wow! Die nehmen den Titel Wreckfest aber ernst. Wreckfest ist ja übrigens, wenn bei so Crash-Derby-Sachen, beziehungsweise bei Stocker-Sachen, Wettbewerben, die Autos sehr nah beieinander fahren und dann eben es zu Autoschäden kommt, obwohl eigentlich Runden gefahren werden sollen. Das ist ein Wreckfest. Also genau das, wofür dieses Spiel steht. Nein, was ich sagen wollte ist, man sollte jetzt meinen, ja, wir haben ja eine LAN gemacht, also scheiß drauf, dass der Online-Anbieter GameSpy nicht mehr da ist. Aber Pustekuchen, du kannst das nicht mal mehr im LAN spielen. Auch da sind irgendwelche GameSpy-Algorithmen, Routinen oder sowas im Spiel drinne. Und die sind bisher noch nicht durch irgendeinen Patch oder durch irgendeine Mod entfernt. Und das ist richtig, richtig schade. Die Entwickler entschuldigen sich ja sogar selbst. Hier Bugbear hat sich vor ein paar Monaten, als das soweit war, sogar selbst bei Facebook bei seinen Fans entschuldigt, dass sie da nichts machen können, weil sie nicht die Rechte am Programmcode haben und da einfach keine Änderungen vornehmen können. Also es kümmert sich momentan einfach schlicht und ergreifend niemand darum, dass man dieses Spiel noch spielen kann. Singleplayer funktioniert noch, also es ist ja immer noch ein geiles Spiel auch im Singleplayer. Aber ich meine, es ist halt auch gerade ein sehr bekanntes LAN-Spiel, was, naja, was dann so ein bisschen ersetzt werden muss durch Trackmania, was ja auch so ein Spiel ist, was überall funktioniert und dann auch noch kostenlos ist. Trackmania Nations von vor 5 oder 6 Jahren. Aber es ist irgendwie nicht dasselbe, weil bei Trackmania kann man eben keine Autos zerschrotten. So, wie viele Runden habe ich noch? Und vor allen Dingen, ah, du Arsch! Du kannst nicht gewinnen, ne? Und deswegen kommt dann sowas dabei raus. Fuck, 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 fuck! Ah, der hat mich überrundet, kann das sein? Also wird es jetzt ein gesunder zweiter Platz, würde ich mal sagen. Gibt es eigentlich schon eine Online-Rangliste? Oder ist das jetzt erstmal nur Just for Fun? Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, weil solche Ranglistensysteme werden ja normalerweise erst eingeführt, wenn ein Spiel halbwegs läuft. Au. Wenn es ein bisschen stabiler ist und sie wissen, dass sie am grundsätzlichen System des Spiels nicht mehr so viel ändern. Kann mir nicht vorstellen, dass das bei Wreckfest schon soweit ist. Andererseits gibt es ja mittlerweile auch bei Star Citizen ein Ranglistensystem für den Arena Commander Modus. Und das Spiel ist ja nun auch noch weit davon entfernt, in irgendeiner Form fertig zu sein. So, schön, dass man die Kontrolle verliert nach dem Ziel. Rase ich erstmal bei so einer Rundkursstrecke schön in die Bande. Nice. So, Gibbles dreht weiter seine einsamen Runden im Hintergrund. Und ich würde sagen, das hat Spaß gemacht. Und es war. Komme ich jetzt hier auch irgendwie raus? Ich muss, glaube ich, komplett rausgehen. Also, es scheint noch nicht ein automatisches irgendwas Endbildschirm-Dings zu geben. Was gibt es denn hier nochmal für Menüpunkte? Also, ich kann mein Auto reparieren, das ist nicht nötig. Research, Car Info, Test Drive, Sell Car, Change Parts. So, bei den Sell Part installed. Also da kann man immer noch nicht so richtig sinnvoll irgendwas machen. Könnt ihr jetzt hier noch in verschiedenen Styles das anmalen. Das ist ja schon mal was Schickes. Dieses Grau, das sah ja nicht so geil aus. Auch wenn es ein europäisches Auto ist, mache ich jetzt mal hier den Dukes of Havoc Style, so. Dann passt das nämlich auch. Race in Progress, Race in Progress. 16 Spieler, na guck mal, das ist doch mal gut. Nehmen wir das doch einfach auch noch mit hier. Na komm. Kann doch jetzt nicht so schwierig sein, mich da zu connecten. Eben ging es doch auch schneller. Liegt es vielleicht an den vielen Spielern? Es liegt daran, dass das Spiel gestartet ist, würde ich mal schätzen.
Oder auch nicht. Oder doch. Egal. Probieren wir es einfach nochmal. Man hat schon wieder das Kribbeln so ein bisschen. Das gute alte Flatout 2 Online-Modus Kribbeln. Das habe ich ja bestimmt ein Jahr lang wöchentlich gespielt. Also mehrmals in der Woche. Einfach abends. Ich finde, das ist nicht so ein Spiel. Also ich spiele sowas nicht irgendwie, keine Ahnung, 10 Stunden hintereinander am Wochenende. Ich spiele das abends mal eine halbe Stunde, ein, zwei Rennen. Und dann reicht es auch wieder. Dann setze ich mich wieder an Anno oder an Civilization oder so ran und spiele halt den ganzen Abend. Aber für zwischendurch ist zwar Flatout 2 halt immer so das Schmankerl, was man halt super spielen konnte. Und das ist jetzt leider vorbei. Es ist schon seit einem halben Jahr oder so vorbei, aber ich habe, naja, das nicht mitbekommen, gebe ich offen zu. So Leute, jetzt geht mal ein bisschen ready hier. Reichen ja wohl auch 11 Leute, 10 Leute. Warum ist es eigentlich die 9 und die 11 da unten? Ich bin die 9 und Ted ist die 11. Gibt keine 10. Haben sie Windows 10 übersprungen und gleich Windows Ted 11 sich hier ausgedacht. Say something. Ready! Gibt immerhin schon einen Chat. Und hey, ich meine, welches gute Spiel hat denn keinen Lobby-Chat? Ach ja, warte kurz, Destiny, weil es keine Lobby gibt. Aber es ist ja auch kein uneingeschränkt gutes Spiel. Also, stimmt's immer noch. Joa, sonst so? Ich würde sagen, wir schneiden mal ganz kurz und dann geht's gleich weiter. Ready, steady, go. Das ist nicht die Strecke, die sie suchen. Nein, das ist nicht die Strecke, die wir eben hatten. Und ich wollte... ich hatte übersehen, dass die gerade fuhren schon. Also, dass da das Rennen schon gerade gestartet war. Race in Progress. Und so lange wollte ich dann jetzt doch nicht warten. Weil die hatten irgendwie auch 5 Runden oder so eingestellt. Deswegen fahren wir jetzt hier mal Figure 8. Also, sprich die Strecke, wo man sich dann hin und wieder doch mal Guten Tag und Hallöle sagt. Mit den Leuten, die noch eine halbe Runde zurückliegen, oder? Und zwar mit... Ja, sowas hier zum Beispiel. Und zwar mit 18 Leuten, 17 Leuten. Mittlerweile noch. Und... das kann ganz schön anstrengend werden. Vor allen Dingen für den Computer, der seine konstanten 30 Frames nicht mehr schafft. Da ist noch Optimierungspotenzial nach oben. Wobei man sagen muss, das Spiel läuft schon sehr viel... flüssiger und sehr viel sauberer als noch vor ein paar Wochen. Was auch daran liegt, dass mit den letzten zwei Patches die Entwickler sehr viele alte Zöpfe, wie sie selbst gesagt haben, abgeschnitten haben. Sie haben viel aus dem Programmcode rausgenommen, was nicht unbedingt notwendig war. Was man aber jetzt nicht so sieht als Spieler. Haben sie gesagt, ja, Leute, wir haben eine Menge gemacht. Das meiste davon werdet ihr nicht mitbekommen. Und ich kann bestätigen, dass man es zumindest an der Performance merkt. Also wenn ich jetzt nicht gerade mit 18 Leuten fahre oder hier mit 20 oder sowas, dann... Wow! Geschenkt, Baby. Ja, da muss ich nicht lang. Ich muss... Ich bin ja... Ich fahre ja richtig, ne? Also es muss auch alles seinen korrekten Gang haben. So. Zack. Ne, man merkt das schon, also wenn man so mit 12 Leuten fährt, so also was immer noch sehr voll ist auf der Strecke und immer noch viel Spaß macht, dann hat man halt konstant schöne 30 Frames und das kann ich nicht bestätigen, dass das vorher auch schon so war. Zumindest nicht auf meinem mittelalten Desktop-Rechner hier. Mit seiner HD, Radeon HD 6000 drin. Das ist jetzt nicht unbedingt eine High-End-Grafikkarte, die ist 5 Jahre alt, 4 Jahre alt. Und da wird es dann jetzt auch mal Zeit, dass ich aufrüste. Ja, ich weiß, das müsst ihr mir nicht jedes Mal wieder sagen. Aber es ist ja auch ganz gut, um zu überprüfen. Ich habe jetzt ja auch noch einen etwas neueren Laptop hier stehen, der eine etwas bessere Ausstattung hat. Es ist immer ganz gut, auf beiden solche Sachen zu überprüfen, auf beiden Rechner. Weil dann sehe ich so ein bisschen auf... ein Jahre alte Hardware und auf 4 Jahre alte Hardware, wo läuft's besser. So. Gar nicht so richtig gut läuft's für mich hier im Rennen. Können wir noch hier zugucken, wie die Leute ihre Runden drehen.
Kann man sich irgendwie zurücksetzen? Heavy Hitter, Mad Dog und Speeder, sehr gut. Reset Car, na klar geht das. Also wirklich, wer hat denn gedacht, dass das nicht funktioniert? So ein Volltrottel. Keine Ahnung von dieser Art Spiele. Ah! Au! Ja, so richtig gut fahren tut die Kiste nicht mehr. Ja komm, ist ja gut. Jetzt lass mich doch mal geradeaus fahren, ihr Spinner. Mist. Aber ein guter 11. Platz, oder was das dann war. 12. Platz. Damit kann man doch leben, oder? So, ja. Back to game. Nee, quit. Quitschquo. Quetsch. So. Zurück zum Hauptmenü. Ja, das war die neue Folge Next Car Game. Wreckfest, wie es jetzt heißt. Alles neu macht der Oktober in diesem Fall. Und was wir hier auch neu machen, ist, wir öffnen das Spiel. Die Spielkinder gehen jetzt auch hier den Community-Weg, den wir gerne mal gehen bei einigen Spielen, sobald wir uns da selbst ausgespielt haben. Ich finde, ich habe jetzt hier genug alleine rumgemacht und öffne das jetzt für euch. Wenn ihr Bock habt, mit mir Next Car Game zu spielen, online, im Multiplayer, dann bin ich da gern bereit zu, da mal ein paar Community-Folgen zuzumachen. Schreibt einfach hier unten in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Die meisten, die da so aktiv sind, Community-mäßig bei uns, sind ja auch schon in unserem Steam-Kanal, in unserer Steam-Gruppe, Entschuldigung, YouTube-Kanal, Steam-Gruppe, alles schwierig. Steam-Gruppe.spielkinder, also einfach mal vorbeischauen. Und wer hier in die Kommentare schreibt, er will mitspielen, und wer in die Steam-Gruppe drin ist, am besten irgendwie mit demselben Gamertag, damit ich auch weiß, dass die Leute zusammengehören, der wird dann von mir auch bedacht, wenn ich das nächste Mal aufnehme. Das wird in den nächsten Tagen soweit sein. Also wenn das Spiel rauskommt, wenn die Folge hier rauskommt, dann sicherlich in derselben Woche oder vielleicht in der Woche danach, werde ich dann mal aufnehmen, irgendwann zu einer Zeit, wo hoffentlich auch irgendjemand da ist, also so ein bisschen abends, kann auch Wochentag sein, so 18, 19, 20, 21 Uhr sowas in dem Dreh. Und wenn dann irgendwer, der sich hier in den Kommentaren angemeldet hat, das sieht, dass ich das spiele um die Zeit, dann einfach mal mit reinspringen bei Steam. Oder ich schreibe die Leute an, wen ich halt gerade online sehe. So, wie wir das eigentlich immer machen bei jedem Spiel, bei Space Engineers, Planetary Annihilation und was wir da noch so hatten in den letzten Monaten und Jahren. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit, schreibt in die Kommentare, wenn ihr Bock habt, und gebt uns vielleicht ein kleines Like, dann macht das Fahren doppelt so viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.